Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dishonored. Wir befinden uns in der Nähe von Aufseher Campbell, um genau zu sein, direkt vor seinem Zimmer. Wir könnten auch hier oben durchgehen, aber ich würde sagen, wir benutzen den Weg übers Fenster. Oh, es ist wohl offensichtlich leer. Ist niemand da? Ich bin allerdings doch lieber vorsichtig und ich würde sagen, wir nehmen doch den oberen Weg. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, Straßen zu halten. Da ist sie schwer. Das ist alles. Gut, gut. Und ihre Nichte Calista, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Gift von Campbell schieben. Kombiniere die beiden Gläser miteinander. Beide vergiften. Gläser ausschütten. Damit könnten wir dann zu Campbell schieben, meine ich natürlich. Also wir könnten Campbell umbringen, aber das wollen wir gar nicht. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Calista weit. Hinweise? Aufgaben hat mal. Irgendwas war da jetzt gerade optional schiefgelaufen. Verlauf anzeigen. Alt. Warum wird denn uns das nicht angezeigt? Schade. Sage dafür, dass er seinen Besuch im Büro des Aufsehers überlebt. Er hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem herausgefunden. Wenn meine Aufseher hören sollten, melde ich mich sofort bei ihnen. Zeit für einen Drink. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. 6 von 7 Runden geschlossen. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der hat es da. Der war es nicht. Nein. Ah, hier sind Sie. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht. Ich auch. Oh. Das war die falsche Taste. Wir wollen uns natürlich nicht mitten rein teleportieren. Ah, wir haben die Möglichkeit, hier noch ein bisschen was abzugrasen. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Jetzt können wir auch warten darauf, dass Campbell optional vergifte mindestens eine der beiden Gläser im Besprechungszimmer. Ja, aber das Problem ist, dann ist er ja tot. Ein paar Kinder, die spielen. Das machen wir lieber nicht. Gut, gut. Und ihre Nichte Calista, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Calista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufgehörigkeit. Da liegt noch Geld auf dem Boden. Na, das hätte ich mir noch mitnehmen können. Komm, das holen wir uns doch schnell. So. Auf nach oben. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Die Frage ist doch jetzt, wie kommen wir... Ah, wir kommen da gar nicht so rum hin. Uns bleibt nicht viel anderes übrig. Als... Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann... Ein Wein? Ein typischer Hose. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlicheren Empfang für Sie geplant. Tja, dann eben auf die harte Tour. Komm raus! Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Okay. Anscheinend haben wir Corno gerettet, wie auch immer wir das gemacht haben. Ich sage, dass wir morgen bei... Sein Besuch im Büro des Oberaufsehers. Was? Ich werde dich du finden, hilf mir doch jemand! Für die Wache! Ja, also, das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell, sorry. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Oh, wir sind schon wieder hier. Ja, es tut mir leid, ich sollte wirklich speichern das nächste Mal.
Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen. Das ist alles. Gut. Und ihre Nichte Calliste, nicht wahr? Oh, da hinten kann man sich verstecken. Ich mache mir Sorgen um sie. Schöne Sache. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Was haben wir da? Calliste weiß sich zu helfen. Hat vermutlich. Widerstehe der Versuchung. Dies ist eine Erinnerung an unsere Sache. Ein Zeichen der Macht des Outsiders, gleich hier vor uns. Es darf unser Herzen nicht verderben. Weder werden wir unsere Blicke darauf richten, noch werden unsere Hände mit rastloser Gier danach greifen. Haha, glaubst du? Das glaubst du vielleicht. Ich nicht. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Vielleicht sollten wir jetzt mal wieder speichern. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Kann man eigentlich da drauf? Tatsache. Ach schön. Hier sind Sie. Mal ducken. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht. Ich Frage auch ist, ob ich ihn noch einfach erst stirbt eine Hure und dann dies. Einen Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlicheren Empfang für Sie geplant. Tja. Feuer! Ziel eliminiert. Du magst mich nicht, hä? Gut, von mir aus. Wenn du mich nicht magst, dann ist es halt jetzt so. Ach, Mann. Ich rette dir dein Leben und du kommst mir so. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlicheren Empfang für Sie geplant. Ich bin mal gespannt, was passiert. Tja... Dann eben auf die harte Tour. Was war das, Gerber? Schon gut. Sie haben Glück, Hauptmann. Ich muss den wirklich guten Jahrgang öffnen. Lassen Sie Ihre Leute hier, sonst müssen wir mit Ihnen teilen. Nun gut, Campbell. Wenn wir unsere Meinungsverschiedenheit damit beenden können. Was macht er denn jetzt mit ihm? Keller gerannt, ha? Ich kümmere mich erstmal kurz um dich. Und das ist Pressungstagebuch, das haben wir gemacht. Nicht tödlich, macht den Oberaufseher bewusstlos, das haben wir gemacht. Nicht tödlich, setzt den bewusstlosen Kempel in den Stuhl im Verhörzimmer, das machen wir gleich. Jetzt holen wir uns aber erstmal schnell den anderen. Wer ist da? Der hier oben jetzt noch rumliegt irgendwo, hoffe ich zumindest. Hey, wo bist du denn? Da bist du. Wo soll ich dich jetzt hinbringen? Du bist ja lustig. Bringe bewusstlosen Hauptmann an einen sicheren Ort. Der wird mir davon. Was? Wo? Wo ist denn hier noch jemand? Wo bist du? An einen sicheren Ort, ja? Was verstehst du denn unter einem sicheren Ort? Da unten, ne? Hä? Ich schätze mal hier außen, ne?
Na gut. Na gut. Ach, eine Mülltonne ist ein sicherer Ort. Naja, wenn du das so sagst, legen wir dich da rein. Ziel gerettet. Körnau. Schön. Und das haben wir erledigt. Der bewusstlose Hauptmann ist an einem sicheren Ort. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um den einen Zivilisten, der hier noch rumeiert. Hier irgendwelche Anbetungen. Was gibt's nicht? Tut mir leid, Junge. Erstmal deine Kohle. Und dann. Du kannst aber hier liegen bleiben. Das ist nichts Wichtiges. So, dann müssen wir irgendwie wieder nach oben. Beziehungsweise nach unten. Wir sollen ihn ja ins Verhörzimmer bringen. Dam, di dam, di dam, di dam, di dam, 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 di dam, di dam. Jetzt können wir sie mitnehmen. Ja, mein Freund, so hast du das bestimmt nicht gedacht. Du wirst jetzt gebrandmarkt, Freundchen. Was, wo soll ich denn den Verhörstuhl? Und was ist das andere? Wo ist denn der andere Marker? Da oben. Ach, auf meine Schulter. Ja, kein Wunder, kann ich nicht angucken. Ne? So, wir machen aber mal die Nachtsicht an, falls da noch irgendwas jetzt... Ich finde, hast du nichts zu lachen. Ja, eben, aber wer bist du? Oh, Hilfe. Wo bist du? Sag mal, bist du jetzt wieder aufgestanden? Das finde ich aber nicht so nett von dir. Verdammte Ratte! Ich weiß, dass du hier bist! Ich weiß, Waffen zu mir! Ach, Mann! Wer bist denn du? Mal so ganz ehrlich. Irgendwas stimmt doch da nicht. So. So. Bleib mal hier liegen. Ich muss mich erstmal um deinen Kollegen kümmern. Du hast jetzt wieder aufgehört. Ich finde dich schon auf. Hierher! Irgendjemand! Ah, komm schon! Woher kommt denn der? Du bist so nervig, du bist so nervig. Du bist so unglaublich nervig, du weißt gar nicht, wie nervig du bist, habe ich das Gefühl. Alter. Ich finde dich schon noch. Das glaube ich dir gerne, aber vorher finde ich dich. Und zwar genauso. Ich verstehe das nicht. Ich habe auch alle ordentlich aufgeräumt. Warum kommen die denn jetzt auf einmal wieder aus ihren Löchern gekrochen? Mann, Mann, Mann. Naja, was soll's. Komm her. Nicht in der Ecke rumliegen und pennen. Verhörstuhl ist dein Ziel. So, nach da vorne. Bitte, einmal. Da sind wir schon. Machen die Türen nun zu. Und die Tür auch. So, wir wollen ja alleine sein, oder? Wir wollen ja uns vor Ruhe haben. Tür zu. Komm her. So, einmal speichern, bitte. Und ab mit dir da rein. Benutze das Zeichen des Ketzers an Oberaufseher Campbell. Einmal quer übers Gesicht. Ziel neutralisiert. Campbell. So, und jetzt? Kehre zu Samuel zurück. Triffe den Schiffer Samuel im Hinterhof des Aufsehers. Nicht tödlich, benutze das Zeichen. Ja, das haben wir gemacht. Hast du vollkommen recht. So, ich würde mal sagen,
Ich starte dem Hinterhof und dem Zwinger noch einen Besuch ab. Und wenn ich da was Interessantes finde, dann, naja, gut, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, Hinterhof nicht, aber Zwinger. Wo war denn der Zwingerzugang? Wenn hier der Hinterhof war, dann war der Zwinger da? Oder auf der anderen Seite? Ich weiß nicht mehr, wo es zum Zwinger ging. Zum Hinterhof. Ach, im Keller ging es zum Zwinger, genau, ich erinnere mich wieder. Da ging es zum Zwinger irgendwo. Wir wollen zum Zwinger. Uns fehlt immerhin noch eine Rune. So, was haben wir denn hier für ein Missionsupdate? Das einzige Zeichen, das haben wir doch schon alles. Ich weiß nicht, was sich jetzt hier abgedatet hat. Finde ich komisch. Aber naja, was soll's. So, einmal schlafen für dich. Herzchen raus. Haben wir hier irgendwas? Nö, nee, nicht so wirklich, ne? Gut. Und dann eben das hier. Bolzen, Äpfel. Da bist du, mein kranker Junge. Ich hole dir später noch einen. Also Auszug im Lehrbuch der Hundetrainings. Das Wort kennst du nicht, wahr? Oliver, ich habe unsere gesamte Beute im Verbrennungsraum versteckt. Sie befindet sich unter den toten Hunden, wo niemand danach sucht und wo sie niemand finden wird. Sie unter dem Geboten nach, um die Kombination für die Tür herauszufinden. Lüge, Zunge, wandere Blicke, irrender Geist. Ich denke, dass du gläubig und schlau genug bist, das Rätsel zu lösen. Ach, und nimm dich vor den Ratten in Acht. Sie werden immer mehr, seit der alte Finn vergisst, die Hundekadaver zu verbrennen. Also müssen wir mal gucken, wie die, welche die sind. In welcher Reihenfolge und dann können wir das bestimmt auch lösen, das Rätsel, würde ich schätzen. So, da liegt ein Hund. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich mit Hunden umgehen muss. Aber das werde ich wahrscheinlich bald rausfinden. Da vorne ist auch noch einer. Dich erstmal irgendwo anders hin und dann kümmern wir uns um die Hunde. Davon ist auch noch einer von euch. Noch ein Kollege von dir, ne? Und ein Hund. Und damit könnten wir die Hunde freilassen, wie es ausschaut. Aber ich möchte eigentlich keinen töten, auch wenn das echt lustige Methoden wären, um jemanden zu töten. Die Frage ist, was mache ich mit dem Hund? Hound Cage Release. Ja, das wollen wir gar nicht. Was ist denn das überhaupt? Ich weiß nicht mal, was das ist. DE. E. E wäre der richtige. Aber wir gucken erst mal, wie wir jetzt mit den zwei umgehen. Vielleicht so. Halte ich für eine gute Idee. Scheint ganz gut zu funktionieren. Muss ich dich jetzt auch wegbringen? Der Hund schnarcht auch. Wolfshund. Na komm. Du darfst auch eine Runde schlafen gehen. Ich bin ja kein Tierquäler. So, da ist noch ein Buch. Rostock aus dem Berg, das siebte Gebot. Na, wir haben sie bald alle, hä? Würde ich fast mal sagen. Okay. Gut, jetzt haben wir doch, glaube ich, auch, oder? Also das ist A, da ist. Ja, was wollt ihr dagegen machen, hä? Ihr wollt bellen. Na gut, dann bellt doch. So, machen wir mal A auf und B. Beutel. Kupferdraht. Ah, damit kann man die Tür wieder zumachen. Bewusstlos. Oh, da liegt ja noch Geld auf dem Boden. Was man alles so übersieht.
wenn man nicht genau hinguckt. Achso, die Pistole, ja. Gut. Ich glaube, die Hunde kann ich aber nicht anders kalt stellen. Oh ja, das war jetzt eine reine Verschwendung. Blutwurst. Ich esse Bratwurst, weil mir ist Bratwurst. Auf der anderen Seite haben wir auch noch was. Ah, hier, den sollten wir auch mal aufmachen, würde ich sagen. Wie kommen wir denn da rein? Etwa so. So kommen wir da rein. Metallschrank, Kugeln, Beutel, Hexenfleisch und noch einen Mana-Trank, den wir natürlich auch mitnehmen. Und eine Springmine. Und so kommen wir tatsächlich auch zu den anderen Hunden rein. Ist hier noch was bei dir drin? Nee, nicht wirklich. Da haben wir noch einiges. Liegen. Aber jetzt gucken wir es mal kurz nochmal hier. Da war doch auch noch was. Genau, da wollten wir rein. D. Oh, D war es falsch, oder? Es ist von großer Wichtigkeit, dass diese Käfig nicht ohne meine Zustimmung öffnen. Voracious ist krank und ziemlich temperamentvoll. Sollte sein Käfig geöffnet werden, kann es sein, dass er jeden angreift, der den Hundezwinger bewacht. Halt, wieder zu. Welche Tür waren das? Die ich jetzt geöffnet habe, oder nicht? Was ist das denn? Zwingeröffner. Hm. Ah. Jetzt können wir es aufmachen. Nun gut, die sieben Gebote. Ja, gut, das haben wir schon mal gelesen. Beutel. Hm. Okay, dann gucken wir nochmal in unsere Unterlagen. Und zwar hatten wir Beuteversteck. Und das war... also was haben wir? Lüge, Blick, Geist. Das heißt, 2, 1, 7. 2, 1, 7 müsste die Kombination sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ne? Aber rennst du jetzt hier frei rum? Die Frage ist doch, kann ich dich von hinten angreifen? Oder nicht? Ups. Sorry. Wollte ich nicht. Oh nein. Oh nein. Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Okay, ich spare euch das mal kurz. So, zurück. Und wir versuchen mal unser Glück mit der von uns vorhin bestimmten Kombination an der Tür. Und oh, schau an, das hat funktioniert. Aber keine Ratten hier. Ja, geht euch irgendwas anderes suchen. Aber nicht mich. Ja, gut. Hier hinten haben wir das Lager. Also Mana, Betäubungsbolzen... einfach mal alles mitnehmen. Bolzen, Gesundheit, Gesundheit. Wunderbar. Dann haben wir ja alles zusammen, was wir brauchen. Da oben war nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir begeben uns einfach mal wieder zurück in die Halle, denn wir wollen natürlich durch den Hinterhof fliehen und nicht hier so ganz einfach. Hey, hey, hey. Lasst mich in Ruhe. Zum Büro des Oberaufsehers. Ja, hier unten sind wir. Waren da nicht noch Betäubungsbolzen, die wir nicht mitnehmen konnten oder so? Oder habe ich das wieder falsch in Erinnerung? Ne, die hatten wir doch mitgenommen. Da war nur noch Munition und das Buch. Aber das haben wir alles. Die Musik können wir jetzt auch ausmachen. Dass sich jetzt nicht gewundert hat, dass deine Tür offen war, wundert mich eigentlich auch. Sehr, sehr komisch. Aber anscheinend war dir das ziemlich egal. So, ab zum Hinterhof. Uns fehlt immerhin noch eine Rune. Wenn wir uns dran erinnern. Ah, hier haben wir das Knochenartefakt und die Rune. So wie sich das gehört. Genau die Sachen, die wir noch suchen, finden wir natürlich auch hier. Und
Zusatzzeug. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die erste Wache. Das ist immer gut, wenn wir gleich mal welche aus dem Weg schaffen können, bevor sie anfangen können, irgendwo rumzulatschen. Nur die Frage ist, wo lege ich dich ab? Denn so richtig dunkel ist hier nirgendwo irgendwas. Vielleicht da drüben, auf dem Dach. Ich leg dich einfach mal aufs Dach. So. Zum Schiffer Manuel. Da wollen wir aber noch gar nicht hin, wenn ich das mal so anmerken darf. Wir würden lieber mal nach da oben kommen irgendwie. Na gut, dann gehen wir erstmal darüber zu dem Häuschen. Ich hab mich gesehen. Au! Einfach nur, weil ich mal Muster zu haben, einfach nur ein bisschen zu kämpfen. Ah, geh fort! Du altes Mistvieh. Und tschüss. Naja. Naja, ne? Oh, wo sind wir denn? Ach, warum hat denn der nicht... Ach komm. Hier, Autospeichern hat doch bestimmt ein bisschen sinnvoller gespeichert, oder? Natürlich. Natürlich. Das gute alte Autospeichern. Kann man sich doch immer wieder drauf verlassen. Oh, 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 oh. Hat ja auch nichts mehr gebracht. Irgendjemand hat mich auch gesehen. Oh Mann. Wo denn dieses Mal her? Hä? Schon klar, aber wo ist dein Herrchen? Hä, das kann doch gar nicht sein. Letztes Mal hat das doch auch sofort funktioniert. Oh Mann, jetzt gehen wir nicht auf die Nerven. Alter Schwede. Es tut mir mal wieder leid, aber irgendwie bin ich... Weiß auch nicht. Da ein bisschen ungeduldig in so Hinsicht manchmal. Ja, jetzt gucken wir erstmal. Bist du denn da unten? Okay, dann verkrümmel dich erstmal richtig. Bevor wir uns um dich kümmern. So. Dann ab mit dir aufs Dach da drüben. Ableg. So, jetzt müssen wir uns um euch kümmern. Oh, ihr habt ja alle Hunde dabei. Das ist aber nicht schön. Okay. Komm, ihr lauft doch bestimmt ausbauen weiter, oder? Geh wieder runter. Genau, so ist das schön. Dann kann ich mich nämlich jetzt um euch kümmern, so. Erst den Hund. Nee, oder? So was, um das zu verhindern, nehmen wir einfach die Zelle da raus. Um das mal klarzustellen. Wir haben doch genug von diesen Kabelwerkzeugen. Der Alarm wurde deaktiviert. So ist das doch gleich viel besser. So, ich möchte immer noch wissen, wie ich da hochkomme. Zum einen und zum anderen muss ich mich irgendwie jetzt um die Jungs kümmern, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Kann ich nicht deinen Hund? So, komm mal mit. Da hinten ist eine schöne, ruhige Ecke für euch beide. Du auch. Am ersten Schuss habe ich wohl daneben geschossen. Aber immerhin hat mich niemand gesehen und ich habe keinen Alarm ausgelöst. Also, würde ich sagen, lief doch gar nicht so schlecht. So, wo ist ein anderer? Oh Gott, da sind drei drin. Die machen es einem aber auch echt nicht leicht.
Ich meine, wir sind jetzt schon immerhin im mehr oder minder beim Rausgehen. Und trotzdem machen sie es einem noch so schwer. Die letzten paar Sachen zu bekommen. Das sind normale Bolzen. Was will ich denn mit den normalen Bolzen? Knochenartefakt in der Nähe. Hm? Komm, bleib stehen. Genau so. Sind wir irgendwie da hoch? So. Komm, mein Freund. Ach, was soll's, du lass den Tossen hier einfach liegen bleiben. Was haben wir denn da drin? Nein, ist nur ein kleiner Husten. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich prima. Prima? Sieh dich an. Du hast die Seuche. Und du wolltest sie vor uns verbergen. Deinen Ordensbrüdern. War das dein Plan? Die Krankheit unter uns zu verbreiten? Nein, mein Freund. Ich sage doch, mir geht es gut. So gut wie nie. Legt eure Waffen nieder. Denkt doch mal nach, bevor ihr... Ah! Der geht nicht auf mein Konto. Er war krank. Sehr, sehr krank. So viel steht fest. Und jetzt gilt es, die Leiche zu entsorgen. Ohne seine Krankheit zu verbreiten. Ja, dann macht mal. Bin ich mal gespannt, wie er das macht. Verdammte Ratte! Schön da. Ja, normale Bolzen. Was soll ich denn damit? So, und schon wieder drei weniger. So schnell kann das gehen. So, wir wollen nach da oben irgendwie. Oder? Nee, wir packen dich einfach da rein. So, Müllcontainer zu. Und dann kannst du auch drin pennen. So, aber die Sache ist die... Genau, dich suche ich nämlich. Dich habe ich nämlich noch nicht erledigt. So, dann liegen das daneben. Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Was bist du da auch drin, ne? Huh? Na gut. Mir soll es recht sein, ne? So, noch einer weniger. Wo ist denn der andere hin, der da gerade schlafen gegangen ist? Sage mal, was haben wir denn hier? Lehre, Oberarchitekt, warte. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie darüber nachdenken würden, mich formell zu Ihrem Lehrling zu erkennen, damit ich die ganze Zeit mit Ihnen arbeiten kann. Herrlichsten Dank, Humphrey. Lernentwurf 1. Ich möchte nicht länger Ihre Böden putzen und Regale abstauben und alles nur dafür, um einige Wissensbrocken von Ihnen zu erhalten. Wenn Sie denken, dass ich ewig warten werde. Oberarchitekt, Holger hat mir in letzter Nacht persönlich einen Besuch abgestattet. Er hat mir gesagt, dass ich großartige Taten für den Orden vollbringen werde, dass ich die Dunkelhaie dort, wo ich sie sehe, vertreiben werde, dass ich meinen Brüder mit Waffen ausrüsten, die über das Physische hinaus in das Herz des Outsiders treffen. Ich denke, ich bin bereit für diese Aufgabe. Bezüglich meiner Wahl für den Posten Ihres Lehrlings. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie meinem Dienstakte der letzten Monate ansehen würden. Sie werden sehen, dass ich... Na, das ist wohl alles nicht so richtig gewesen, ne? Das war wohl alles nicht das Richtige. Für ihn zumindest. Drüben liegt noch ein Hund rum. Ein paar Bolzen.
Was haben wir hier noch? Oh, ein Beutel. Mana-Trank. Sprengmine. Was ist daneben an? Oh, ein Tresor ist daneben an. Kombination erforderlich. Ja, da haben wir irgendwie noch gar nichts zu gefunden. Würde ich mal sagen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Was liegt da noch? Ein Buch. Der junge Prinz. Mhm. Okay, dann gehen wir mal weiter zu dem Hund, der da hinten noch auf uns wartet. Beziehungsweise auf der anderen Seite noch auf uns wartet. Genau der da. Und wir haben nur noch zwei Betäubungsbolzen. Die sollten wir uns wohl besser gut einteilen. Schauen wir mal, was hier noch so rumliegt. Noch ein bisschen Geld. Hallo. Rott. Blutwurst. Oh. Neue Kombination. 203. Lassen Sie den Brief nicht offen rumliegen. Ja, und daran hält sich wohl offensichtlich nie jemand, hm? Wenn man sowas schreibt. Aber dann noch ein paar großen Törtchen. Schön, schön. So, ich muss den Hund hier noch wegschaffen, fällt mir gerade ein. Komm mal mit. Oh, die Tür hier nochmal auf. Oh, ist schon wieder weg. Warum auch immer. Ist noch bewusstlos, oder? Ja. Kann sein. Wobei ich dich da jetzt reingeworfen habe, wirst du doch nicht gleich. Messhall. Nee. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen in die Baracken. Aber die Frage ist, ob hier unten noch irgendeiner rumturnt, den wir vielleicht noch übersehen haben. Ja, da gehen wir gleich runter. Jetzt gehen wir erstmal wieder da hoch. Wir müssen noch die zwei Knochenfragmente und... Also... Nicht Fragmente, Artefakte. Wieso ist denn schon wieder einer da? Da oben steht auch noch einer rum. Meine Herren. Und ich habe mir die Kombination nicht gemerkt. War das jetzt 203 oder... Doch, habe ich sie mir gemerkt. Betäubungsbolzen. Immerhin zwei wieder. So, jetzt müssen wir uns mal um die Jungs noch kümmern, die da draußen noch rumeiern. Ach, so nicht. Da müssen wir wohl ein bisschen weiter außer Sichtweite gehen, um da wirklich mitarbeiten zu können. So etwa. Auch da hinten in die Ecke. Die irgendwie immer magischerweise wieder geleert wird. Warum auch immer. Und wir sollten nicht vergessen, dass auf dem Dach da drüben auch noch einer ist. Das ist ein Hündchen. Komm mal her, Hündchen. Du darfst hier hinter die Ecke liegen. Brauchst du nicht so weit laufen. So, jetzt kümmern wir uns um den da oben. Den wir einfach hier liegen lassen können. Ist da irgendwas bei dir? Ja, nichts Wichtiges. Du nutzt ein Rad und eine Karte und was weiß ich was nicht noch alles. Okay. Kugeln können wir nicht nehmen. Dann holen wir uns mal das Herzchen in die Hand. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal da drüben das Knochenfragment, wo auch immer es ist. Dann das können wir auf jeden Fall schon mal abstauben, da haben wir ja aufgeräumt. Was ist denn? Drin. Na gut, da waren wir zwar noch nicht drin, aber... Können wir auch noch. Ach so, ja, das war das hier mit den Ratten. Ne? Naja, gut. Also noch ein paar Betäubungsbolzen. Noch ein paar normale Bolzen. Und da geht's dann raus. Hm, was liegt hier noch rum? Nicht mehr so viel.
Da sagt mir jetzt nicht, ich muss eine Ratte übernehmen, um da reinzukommen. Das wäre schon leicht doof. Gucken wir mal, ob wir nicht außenrum rankommen. Irgendwie. Ah, hier hätten wir was. Vielleicht kommen wir da drüber ran. Wie komme ich da runter? Ist die Frage, oder? Ha, so kommen wir auch rein. Wäre doch gelacht gewesen. So, wo ist die Knochenrunde da? Erstmal das blubbernde Ding. Auszug des Speers. Was haben wir hier noch? Der Outsider. Dann haben wir hier noch ein Gesundheitselixier, welches sonst nichts bringt. Aufseher. Was hast denn du da unter dir versteckt? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es gerade schon eingesammelt. Und noch einen Brief. Es ist mir gelungen, eins der Artefakte zu stehlen, die sie in Lagerhaus A zerstört haben. Sie haben sie einfach zerstört, so wunderschöne und mächtige Gegenstände, und meine Brüder haben keine Ahnung. Sie werden mich hier aber niemals finden. Hier kommt nie jemand her. Ich könnte die Tür zumauern und sie würden mich niemals finden. Es gehört mir ganz allein. Ja, schön, dass du so besessen bist und deswegen jetzt tot. Denn jetzt gehört's mir. Und im Endeffekt haben sie dich doch gefunden. So, mehr oder minder. Also, ich habe dich gefunden. Ach, ist ja auch egal. Wie auch immer. Da oben liegen noch ein Bolzen auf dem Dach, aber da waren wir schon. Genau, hier kommen wir hoch. So. Das sind doch ganz normale Bolzen, oder? So wie ich das sehe. Ja, leider. Okay, dann auf zum nächsten Knochenartefakt. Und die Rune fehlt uns auch noch. Nicht zu vergessen. Und zwar irgendwo da drin. Workshop. Ah, die Schlüsseltür hängt direkt daneben. Naja, gut. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Noch ein paar Sprengminen. Ein Elixier. Bolzen. Hemlock. Elixier. Bolzen. Granate. Bezüglich der Armbrüste. Ne, da werden wir uns gleich mal kurz drum kümmern. Gucken wir mal, was hier noch so rumhängt. Ein paar normale Bolzen, mit denen wir nichts anfangen können. Also wenn wir sie verkaufen können, dann erhöhe ich auf jeden Fall mal meine Inventargröße, so viel ist mal klar. Lesen wir mal bezüglich der Armbrüste. Campbell. Wir hielten den Fund einiger Armbrüste, mit denen die Attentäter unsere Patrouillen angegriffen haben, für eine großartige Sache. Die gefundenen Modelle aber haben sich inzwischen als mangelhaft herausgestellt. Dauds Männer verfügen über größere Genauigkeit und Reichweite, und ich könnte schwören, dass sie schneller nachladen können. Ich empfehle daher, dass wir uns an Pistolen und Säbel halten und uns daran erinnern, dass darin unsere Stärke liegt. Na, dann schlag du das doch vor, ist doch in Ordnung. Darfst du ja gerne machen. Wichtig ist es trotzdem nicht. Psyanisches Erz, das Mysterium der irgendwas, Heilkräuter, so brauchen wir Kristall, noch so eine Fiole, die ich nicht mal nehmen kann. Ja, die werde ich gleich noch mitnehmen. So, gucken wir nochmal. So, ist alles soweit in Ordnung. Da drüben. Was haben wir denn da in der Kommode? Werkstattrundschlüssel erforderlich. Lagerkurbelrad. Wo muss ich das denn hinbringen? Ja, wir legen es erstmal ab. So. Ersatzkurbelrad. Humphrey, können Sie sich bitte darum kümmern, dass dieses Kurbelrad an der kleinen Vorratslager bei der Lagerrampe angebracht wird? Die Männer liegen mir schon seit einem Monat in den Ohren, als ob auf der anderen Seite der Tür, die diese Kurbelrad öffnen sollte, etwas Wertvolles zu finden sei. Wenn Sie sich für mich weiterhin um solche Probleme kümmern, eignen Sie sich vielleicht doch als Lehrling. Ah ja, da haben wir das Gegenstück sozusagen. Explodierende Hunde. Ich habe die Harnische gesehen, die Sie in Ihrer Werkstatt hergestellt haben. Falls Sie planen, meine kostbaren Hunde mit Sprengsätzen zu versehen, sie also als lebendige Bomben einzusetzen, können Sie nicht auf mich zählen. Ich bin hier der Hundeführer, und ohne mein Training werden diese Hunde niemals das tun, was sie von ihnen verlangen. Ja, das ist auch ganz gut so, dass du das nicht machst. Das ist nämlich ein bisschen hart. Also, hier liegt eine Rune. Eine. Schraubstock. Gibt's hier noch irgendwas? Was haben wir denn da?
Aufseherspieluhr. Okay. Musikinstrument des Aufsehers desorientieren. Energie nicht einsetzbar. Das ist ja sehr interessant. Sollte ich mal lesen. Spieluhr. Ich habe Ihnen eine Ausgabe von Die alte Musik dargelassen, damit Sie sich mit den Prinzipien vertraut machen können, die ich in diesen neuesten Variationen von Holgers Gerät oder der Spieluhr, wie sie von unseren Leuten genannt wird, einsetzen. Wie Sie sicherlich wissen, lässt die Harmonie erklingen, die ketzerische Energie oder Magie durch das Ausbalancieren mathematischer Prinzipien neutralisiert. Lesen Sie das Buch und machen Sie sich nützlich, indem Sie einige Versuchspersonen auftreiben. Die Stadt ist voller Korruption und Aberglaube. Sie werden bestimmt nicht lange suchen müssen. Oh, er hat offensichtlich irgendwas entwickelt, um meine Magie zu stören. Das finde ich jetzt aber nicht so lustig. Die alte Musik. Hören wir mal das Audiogerät noch an. Die Wirksamkeit von Holgers Gerät steht außer Zweifel. Genau wie die mathematische Schönheit der Musik. Wir haben es zu oft im Einsatz gegen die verbotenen Riten gesehen, um das zu verleugnen. Aber die Frage, die niemand zu stellen wagt, ist die Beschwörung selbst schwarze Magie. Der Wert der Schachtel ist unermesslich. Aber was ist in ihrem Inneren? Aha. Okay, wo muss ich denn das Rad hinbringen? Ist das das hier? Nee. Aber es ist doch irgendwo, muss es doch hier rankommen. Wo könnte ich denn so eine Kurbel anbringen? Das ist doch jetzt die große Frage, ne? Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach draußen. Beziehungsweise, hoppa, wo geht's denn da hin? Nirgendwo. Okay, dann gehen wir mal um die Ecke. Und da waren wir nämlich noch nicht. Ach ja, und ich wollte noch nach da oben, fällt mir gerade ein. Sollte ich nicht vergessen. Die Frage ist, er ist hier noch irgendwo einer, der sich unpraktisch erweisen könnte. Nein, nicht wirklich. Gut. Dann schauen wir mal. Naja. Wo soll ich denn hier das Kurbelrad anbringen? Ihr seid mir lustige Vögel. Wohne in der Nähe, Kraft, bla bla, ist schon klar. Hä? Also ich finde da nichts. Muss ich damit aufs Dach? Ich meine, hier geht's ja noch ein gutes Stück weiter. Irgendwo. Da oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit aufs Dach muss. Ich lasse es erstmal hier liegen. Wir gucken erstmal so weiter. Ah, oder? Ne, das kann's nicht sein. Gott, wo geht's denn hier noch überall hin? Ist ja abartig. Das ist ja abartig. Das ist ja doch noch nicht zu Ende. Ich dachte, wir wären schon mal zu Ende. Also, teleportieren uns mal fix nach da drüben. Projektilwerfer. Beute nehmen. Du kannst nicht mehr Munition von diesem Typ tragen. Ja, was denn? Können wir das hier auslösen, oder? Und dann können wir uns langsam aber sicher nach hier unten begeben. Um uns zum Beispiel nach da drüben zu teleportieren, auf den Tisch. So, da haben wir einen Beutel, ein paar Geldstücke. Noch mehr? Nee. Da drüben haben wir noch was und natürlich die Rune, die wir nicht vergessen werden. Aber wir wollen erstmal gucken. Also, was haben wir hier? Mehr Werkzeug! Wir werden noch eine weitere Ladung Werkzeug brauchen, um diese Knochenartefakt zu zerstören. Obwohl wir letzten Monat über ein Dutzend zerstört haben, kommt aus ganz Crystal immer mehr nach und diese Dinger sind erstaunlich widerstandsfähig. Das ist doch gut, dass sie das sind. Denn ich hätte gerne das Knochenfragment. Yay! 4 von 5 Knochenfragmenten. Hä? 4 von 5? Das kann doch gar nicht sein. Dann fehlt mir ja noch ein. Oh. Einmal hergebracht, verlassen Sie diesen Ort nie mehr. Die Aufseher finden immer die Schuld nach dir. Da war doch noch irgendwo was gelegen, oder?
oder? Habe ich das nur so gesehen? Projektilwerfer auf dem Dach rum. Komisch, komisch. Hey, was soll denn das? Das finde ich jetzt aber nicht nett, dass ihr auf einmal anfangt, an mir rumzunagen. Ich frage mich immer noch, wo ich die Kurbel anbringen soll. Das hat irgendwie mir immer noch niemand gesagt. So, wir gucken nochmal. Habe ich vielleicht im Zwinger was vergessen oder so? Ich bin mir echt nicht sicher. Au. Das war jetzt nicht sehr toll. Das war auch nicht sonderlich geschickt. Hast du den Schlüssel, den ich brauche? Hinterhoftürschlüssel. Naja, das ist nicht der richtige Schlüssel. Tut mir leid. Das ist nicht der Schlüssel, den ich suche. Sie ist meine Schwester. Sie ist keine Hexe. Ich kenne sie. Aus dem Weg. Ja! Sie verbrennen deine Leiche noch heute Nacht. Okay, das müssen wir wohl ein bisschen gezielter angehen. Was ist mein Ding hier noch? Vielleicht kriegen wir dadurch unser letztes Knochenfragment. Das wäre immerhin möglich, oder? So, holen wir mal die Pulsen raus. Sie ist meine Schwester. Sie ist keine Hexe. Licht aus. Aus dem Weg. Du willst bevorzugt werden, nur weil du ihr Bruder bist? Sie wird brennen. Alle Hexen müssen brennen! Berthold, hilf mir! Ich schwöre, ich habe nichts Falsches getan! Zügle deine Zunge, du schändliche Hexe! Wachen! Hallo! Sie kamen wie aus dem Nichts. Ohne sie wären wir beide tot! Ja. Wir stehen für immer in ihrer Schuld. Ich kann ihnen nicht genug danken. Doch, gib mir ich muss meine Schwester in Sicherheit bringen. Doch vorher möchte ich ihnen noch danken. Es gibt einen Tresor in der Schlafbaracke. Mit der Kombination 2, 0, 3. Weiß Nehmen schon. Sie, was Sie wollen. Und viel Glück. Das wusste ich schon. Och, Menno. Das wusste ich doch schon. Ich will lieber das letzte Knochenfragment. Das wäre mir viel wichtiger. Oh Menno. Okay, dann gucken wir mal, was da oben noch ist. Hier ist ja noch jede Menge Zeug. Irgendwie. So. Ja, das ist was zu essen. Immerhin haben wir dieses Mal tatsächlich wirklich ein bisschen wenig Lebenspunkte. Da können wir das Essen schon vertragen. Ach, wir könnten auch so ein Gesundheitselixier nehmen. So. Von denen haben wir ja eh mehr als genug. Schlüssel. Hinterhoftürschlüssel. Entführung Kinder. Liste der Entführten. Beutel. Mana-Trank. Noch was? Hier hinten noch irgendwo ein Buch. Nee, nee, du. Nicht so wirklich. Okay, dann würde ich sagen, hier können wir auch mal wieder raus. So, machen wir das Lichtchen nochmal an. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wo sind meine Sachen? Naja. Ich würde sagen, ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Let's Play Dishonored. Hoffentlich dann mit ein bisschen erfolgreicheren Neuigkeiten. Ich steck fest. Oder auch nicht. Also, bis dann. Tschö.